Uns wurde gesagt, immer der Ameise nach. Also, der Ameisennase nach? Naja, keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir heute zum Monstergebiet kommen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall, da ist eine große Stadt, wo alle friedlichen Monster leben. Und dort sollen wir wohl Info bekommen, wo wir den 6. Stern finden können. Deshalb machen wir uns hier, unsere Helden, sich auf den Weg dorthin. So, rein in den Schrudel, bevor er abhaut. Boah, wie lange geht denn das? Oh, warte, sind wir schon da? Oder war das falsch? Hier hoch. Sogar auf Deutsch übersetzt. Okay, hey, du da. Ah, danke schon mal wieder. Ganz schöne Schau, oder? Einen Ort wie diesen sieht man echt selten. Man kommt sich echt vor wie am Rand der Welt. Naja, irgendwie ist es mir doch zu öde. Ich schlüpfe mal runter nach Monsterschlupf. Bis dann. Warte, ist es falsch? Hier hoch. Was ist denn hier hoch? Ich komme hier gar nicht hoch, Kumpel. Hm? Okay, vielleicht ist hier später was. Jetzt ist hier leider noch nichts. Aber ich glaube, das ist die letzte Ameise hier. Zeigt mir den Weg. Jetzt muss ich gar nicht gegen den kämpfen. Also geht das doch. Oder war das gerade eine Falle? Ich glaube, das war eine Falle. Okay. Ich bin gerade etwas verwirrt wegen den Ameisen, wie die funktionieren hier, aber... Nein! Was? Der trickst mich aus. Okay, also man muss immer gegen die kämpfen. Wenn man gegen die gekämpft hat, dann kann man einfach durch. Ja. Also man muss nur einmal kämpfen. So, aber... Nein! Steuerung! Was hat doch... Warum hat es dann vorhin nicht funktioniert, hä? Das verstehe ich gerade nicht. Also, ja, ich gehe jetzt einfach... Bin hier dran? Ach, gegen den habe ich nicht gekämpft. Okay. Na gut. Aber ein Problem sind sie jetzt nicht so wirklich. Die kriegen wir. Easy peasy. Down. Oh yeah. Vor allem Mellow. Na, okay, nicht wirklich. Ah, deren Biss macht mir am meisten Probleme. Leider habe ich das leider nicht ausgewichen. Sehr ärgerlich. Was soll's? Ihr seid down. Ihr lasst mich durch zum Monsterschlupf. Habe ich gesagt. Ihr lasst mich durch. Yeah. Was? Level Plus? Für wen? Für Peachy. Oh. Wiederkehr erlernt. Belebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing erhält dieser volle KP. Herz. Ich mag diese Herzen immer dran. belebe einen Verbündeten wieder. Das ist richtig geil. Richtig nice. Schaut mal hier die Werte. Max KP können wir hier richtig hoch machen. Ja, machen wir das auf jeden Fall. Warum macht das auf einmal mehr? Seltsam. Wo war jetzt die? Der war hier, oder? Ich hoffe, er war hier. Ja, scheint richtig zu sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir noch im Randland? Angeblich, ja. Okay. Hi. Oh, Hallöchen. Ein paar Level-Ups farmen? Da habe ich nichts gegen, du. Weg mit euch. Verschwindet. Jeder einzelne von euch. Bam. Weggefetzt und richtig viele... Level-Ups kassiert, Mann. Was nehme ich? KP? Schätze ich. Mellow als nächstes. Boah, direkt auf 99. Warum kann man bei KP so viel raushauen? Ich mach das mal. Warum war ich davon so viel kriege hier? Bei anderen nicht so viel. Hm. Danke. Eines Loch. Hätte ich doch nur den Stern noch. Hier ist was. Bitte? Du hast den Stern? Ich kann so einen verkaufen. Für 400 Münzen. Adresse? Und ob? Danke. Für 400 Münzen kann ich jetzt alle hier plätten. Sehr, sehr viel Geld. Lohnt sich eigentlich nicht. Aber machen wir trotzdem. Ich muss doch jetzt versuchen, das Beste... Oh Gott. Schlechtes. Movement. Oh, schlecht. Sehr schlechtes Movement. Verdammt. Egal, ich habe mein Bestes gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben. Was soll's. Was soll's.
Ich mache ab jetzt, glaube ich, nur noch das, was am meisten gibt. Okay, was? Pelloms Tempel? Wie? Nur 100 Münzen? Dann dürft ihr diese Abkürzung zurück an die Oberfläche nutzen. Nein, lass mal du. Warum bin ich in Pelloms Tempel? Gegen Pellom haben wir doch gekämpft. Lebt er etwa noch? Möchtest du in der Zukunft erfahren? 50 Münzen bist du dabei? Ja, okay. Schau mal die Wand hinter mir an. Siehst du die drei bildhübschen Köpfchen? Springen wir liebe Reihenfolge dagegen, dann erfährst du dein Schicksal. Oh, eins, zwei, drei. Oh. So Mario-Blöcke einfach. Schlüpfe in die Röhre in der nächsten Kammer und deine Zukunft wird knusprig süß. Was? Okay. Wo bin ich hier? Ich hab Angst. Oh oh, das sieht sehr verdächtig aus nach dem Kampf gegen Bellum. Joshi Keks, danke. Ich hoffe, ich habe ihn nicht geklaut von dir. Nee, wir treten weiter. Geheimschatz! Wo? 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 Münzen! Erstmal die Münzen nehmen. Mir wurde nämlich so viel Geld geklaut. Abgezockt. Komm schon. Wo ist der Schatz? Wo ist er? Ich werde ihn finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich finde ihn. Ich finde diesen Schatz. Ich werde ihn finden. Oh. Nein, hier geht's weiter. Nein, zurück, zurück, zurück. Ich war noch nicht fertig. Ich muss diesen geheimen Schatz finden. Da ist er. Hier gibt's noch einen. Es gibt ja mehr als einen geheimen Schatz. Als ob der hier nicht ist. Der muss doch hier sein. Oder nicht? Warte mal, ich hätte auf die Kiste drauf. Über der Kiste. Noch eine unsichtbare Kiste. Komm schon. Hä? Schattierung und Kamera lässt es ein bisschen schwierig machen. Ah, komm schon. Ich werde es finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich finde es. Nein, Alter, es ist schwer da raufzukommen. Oder kann man da nicht drauf? Ja, macht einfach keinen Sinn, wenn man da nicht drauf könnte. Und dann ist hier nichts. Ach man. Oh, ich habe nachgeschaut. Meine Idee war richtig, aber ich muss auf dieser Chest drauf springen. Wow. Alle abgecheckt, bis auf die letzte. Ich habe die nicht mehr wahrgenommen im Moment, ne? Aber okay, die ist auch am schwierigsten drauf zu kommen. Wie man merkt. Ja. Yeah. Nice. Okay. Aber ich habe schon gesehen, dass ich ein paar Sachen verpasst habe. Die muss ich mir nachholen. Keine Besucher, bitte. Bin in der Haie. Oh. Siehst du die Plattform dort? Die bringt dich dann in den nächsten Raum. Was du dort findest, das entscheidet was los. Wenn das Glück heute ist, triffst du auf Bellum. Monsterstuff liegt direkt dahinter. Okay, dann los geht's. Ich hoffe, ich treffe nicht auf Bellum. Wenn ich ehrlich bin. Oh. Gib mir den Schlüssel. Lass dich passieren. Ich habe keinen Schlüssel. Alter, schau mal, wie viele Schätze hier sind. Oh nein, sag mir nicht, das ist so ein... Oh nein, ich habe keine Schlüssel. Es tut mir leid. Den Raum müssen wir aber nochmal hin. Ganz dringend. Ich kann nichts machen, warte. Was passiert jetzt? Gibt es hier immer einen Schlüssel? Hier ist ein Raum. Wo ist denn hier ein Schlüssel? Habe ich was verpasst? Ich gehe nochmal zurück. Es könnte nämlich sein, dass ich was verpasst habe. Maybe? Okay. Nochmal aus der Röhre raus. Hi, du bist ja wieder hier. Nein, warum soll ich nochmal in die Zukunft verfahren wollen? Macht keinen Sinn. Warum gab es hier noch einen anderen Weg? Hier! Dann dürft ihr diese Abkürzung zurück an die Oberfläche nutzen. Nee, das kann doch nicht die Lösung sein. Das macht keinen Sinn. Aber hier endet die Höhle. Hä? Hä? Hör was zum... Hey! Was? Unbekannt? Hä?
habe eigentlich gerade einen Cut gemacht, aber auf einmal kommt dieses Ding, nachdem ich hin und her ging. Was? Es wirkt ein bisschen wie ein Bug, aber ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist wirklich gewollt. Aua? Ich kann nichts machen. Ich kann rein gar nichts machen. Mellow, kannst du analysieren? Ja. Feuer und Eis, okay. Ich habe ein Geheimnis. Darf ich es erfahren? Wäre echt cool, wenn du es mir erzählen könntest. Oh, Damage. Amorph. Hey, das ist doch Bowsers Giftwolke. Oder nicht? Jetzt können wir es angreifen. Und das war's mit Mario. Wo ist das Plüschtier her? Ja, oder auch nicht. Jetzt muss das wieder Feuer machen. Das ist sehr schlecht. Mario ist nämlich tot. Muntermacher. Ja, ich habe ein paar von denen zum Glück. So ein Grund. Dankeschön. So, nochmal. Den Super Feuerball. So wenig? Seltsam. Das war's mit Mellow. Toll. Bam. Und nochmal. Ist das vielleicht so ein seltener Gegner? Aber ich fand's cool, wie der unbekannt stand. Das wirkt das wirklich so, als wäre es so ein Bug oder so. Das mochte ich, das war cool. Daneben. Oh, jetzt müssen wir wieder. Okay. Wieso kannst du noch was machen? Hier, booster mal Mario. Nice. Angriff erhöht. Abwehr erhöht. Bam. Oh, sehr viel Damage. Schön. Und den Super Feuerball mit erhöhtem Damage ab. Bam. Aua. Ey, das tut weh, Mann. Daneben. Bowser tot. Peachy Baby. Wiederkehr. Ach, stimmt die. Ah, ich hätte Mario so. Egal. Nicht schlimm. Hi. Mama, Gruppenkuscheln. Komm, passt. Ist okay. Ist okay. Aber warum macht das auf einmal nur 16 Damage? Aber es war tot. Bam. Bam. Platscht die Wolke. Yeah. Und Peach hat es jetzt mal den Level Plus. Oho. Oh, Magie. Oh, ja. Hier war ich nämlich nochmal. Ist einfach so gespawnt. Ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht war das so ein... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt noch... Oh nein, nicht schon wieder so einer. Hi. Der ist sehr seltsam, der Gegner. Ich weiß nicht, ob ich nochmal gegen ihn kämpfen möchte. Ich habe auch gar nicht gesehen, wie viele XP er gemacht hat. Das könnt ihr dann nochmal nachschauen im Video. Kann ich nochmal hier runter? Habe ich da in dem... Das geht sich gar nicht mehr. Ach so. Ich muss erstmal auf seine Zunge wieder springen jetzt. Hunger, Hunger, Hunger. Ich will was zu fressen. Okay, was? Ich bin echt verwirrt. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Oh nein. Ballon. Ich sollte mich heilen. Gut. Hi, Ballon. Hahaha, ihr seht richtig lecker aus. Zeit für einen kleinen Imbiss. Kennt ihr mich noch? Ja. Ja, leider tun wir das. Ich habe keine Blütenpunkte mehr. Blumenpunkte meine ich. Ich möchte wieder ein bisschen was aufbrauen. Du machst kein Feuer, habe ich recht? Ah, macht okay Damage. Wie wär's mit einer Schlafenszeit? Du magst doch gerne schlafen, habe ich nicht recht? Bonk. Nein? Oder weil das ein Boss ist, geht das nicht. Keine Ahnung. Egal. Diskus. Yeah. Okay.
Was soll man denn Supersprung? Der vielleicht besser ist. Oh, hier ist das schwierig. Wegen dem Schatten. Oh, das ist schwierig. Aber ich versuch's. Ich bin so oft auf die Birne zu drücken, wie es geht. Nice. Der Regenschirm. Geil. Oder Sonnenschirm. Ich vergesse nie einen Geschmack. Einmal abschlabbern genügt. Und schon kann ich Feinde klonen. Seht selbst. Das Anbeißen seht ihr aus. Wie willst du wohl schmecken, Peach? Schmeckt edel und rosa? Mädchen, passt mal auf. Wie sie da steht. Peach-Klon! Das können wir nicht zulassen! Tot. Wäre lustig gewesen, dass wie so eine Voodoo-Puppe. Peach stirbt einfach selber so. Wäre irgendwie lustig gewesen, keine Ahnung. Bam, bam! Schön. Dem Regenschirm. Schlimmerblase? Oh. 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 Nicht so gut. So, Bowser. Wär's mit einem Giftdampf? Mit unserem neuen Freund. Der Wolke. Oh, bringt nichts. Schade. Zum Anbeißen. Von dem Lach schmeckt mir die Puppe hier. Etwas bitter, aber gar nicht mehr so übel. Ey. Der arme Gino. Der schläft sogar noch. Unfassbar. Mellow! Helf uns! Bam! Flammenstein? Wieso kann er das? Das kann er eigentlich gar nicht. Da stimmt was mit ihm nicht. Warum lebt er noch? Schlimmerblase. Nein! Ich meine, immerhin. Oh, auch gebracht. Cool. Let's Gino besiegen. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. So. Reinigung. Ah. Mhm. Nee. Ah, hm. Ruft im Kampf ein Yoshi herbei. Wir haben gerade einen Keks bekommen. Also, Yoshi, hilf uns! Yoshi! Oh. Tja, bin ich gewacht, ne? Jetzt mal die Wolke fressen. Nam, nam, nam. Nam, echt köstlich. Was? Mellow schmeckt? Mellow-Klon. Komm. Besieg deinen eigenen Klon. Wie es das anfühlen muss, sich selbst zu schlagen. Also, vom Anblick her. Ach, komm schon. Ernsthaft? Ja, dann schlafen wir aber auch. Alle schlafen gerade. Ich kann nichts machen. Nur du, Mellow. Nur du kannst noch was machen. Aber leider ein bisschen Verschwendung. Es tut mir leid. Ahornsirup, schätze ich, wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Mhm. Extra Item, danke. Oh, so schläft er schon. Idiot. Okay, Mellow. Donnerschock! Bam! Nice! Ach, schon wieder. Solange es nicht auf Mellow macht, bis Mellow nicht schläft. Und mal auf Bowser. Noch immer, rum. Nur Mario kann die Taute benutzen. Schade. Bam! Nice! Ah, ich will die nochmal fressen, Mellow. Ah, einfach wunderbar. Warum hat der Typ eigentlich einen Palast? Oh, Mario ist wieder wach. Aber ohne Witz, ne? Warum hat der Typ einen Palast? Oh. Bisschen Damage machen. Danke, Toad. Nice, sogar sehr viel Damage. Freut mich. Ungemein. Schade, daneben. Egal, trotzdem gut Damage gemacht. Auf wen? Cool. Dum, dum. Dum, bam. Versuch's nochmal mit den Sprüngen. Gucken, ob ich's hinbekomme. Komm, 20. 13, 14. Na, schade, mehr nicht. Aber ist auch schon down.
Oh, nicht schon wieder. Ich verhungere. Auf nach Hause zum Abendessen. Ihr bist dann Leckerbissen. Bowser, du bist nächstes Mal dran mit dem Essen. Hä? Stimmt, Bowser hat er noch nicht gegessen. Und Mario eigentlich auch nicht. Oh. Erstmal 3 Level plus hier, sehe ich gerade. Wundervoll. Ultrasprung erlernt. Drücke beim Landen A, um erneut auf zufällige Gegner zu springen. Cool. Not bad, auf jeden Fall. Not bad. Mellow, du bist als nächstes dran. Schneemeister erlernt. Begrabe deine Gegner unter einem riesengroßen Schneemann. Oh, wie cool. Das muss ich ausprobieren, ey. Geil. So, und Gino. Hast du noch was Neues? Ja, Gino, Lichtsalve. Diese Strahlen treffen alle deine Gegner. Lass dich auf und brutze alles weg. So, lade dich auf. Oh, yeah. Nice. Ja, ich glaube, wir wissen, was ist passiert. Ganz viel Wasser. Entdeckung! Oh, doch nicht. Oh, nett. Ah, oh, zeig dir mal wieder. Die Röhre hier führt nach Monsterschlupf, wo ich zu Hause bin. Wir sind dann dort. Aber wir sind hier noch mit dem Gebiet noch nicht fertig. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwann wieder zurückkehren. Aber hey, Monsterschlupf endlich erreicht. Welcome. Oh, ich weiß, welcher Ort das ist. Oh. Windstärke. Hauch, Bö, Orkan. Hauch. Die Musik ist cool. Bö. Orkan. Oh. Okay. Ach du meine Güte, ein Reisender aus der Ferne. Monstermutti. Willkommen im Monsterschlupf, wo du endlich ein Monster finden wirst. Gestatten, ich bin die Monstermutti, die gute Seele des Hauses. Wir suchen nach einem Stern. Ein Stern, sagst du? Ach, du möchtest unseren Stern sehen? Gern doch, der ist im ersten Stock oben. Geh ruhig hoch und grüß ihn schön von mir. Was? Ehrlich? Oh. Sieh mal ihren Sohn. Ich habe ja schon viel von der Welt gesehen, aber die seltsamste Person, die ich je getroffen habe, war so ein alter Kerl in Rosenrode. Verschroben ist noch ganz untertrieben, aber gelohnt hat sich die Erfahrung irgendwie schon ein bisschen. Wovon redet der? Ab und dann, wenn du an den richtigen Stellen mal herumhilfst, stößt du plötzlich gegen eine Schatztruhe, obwohl erst gar keine da war. Ist das schon mal passiert? Nee, noch nie. Diese Schatztruhen sind als Geheimschätze bekannt. Klar, wenn man erst kein Spürchen von ihnen sehen kann. Du glaubst, du hast alle Geheimschätze auf der Welt aufgespürt? Ha, weit gefehlt. 12 Stück musst du noch finden. Oh, danke. Du tanzt den Song, den Toadsart macht? Oh weh, ich muss mir das merken. Ich mach mal einen Screenshot für den Fall, dass ich es mir merken muss. Für den Fall. Und, was sagst du? Ist doch ein echter Wonneproppen, unser Stern. Und er ist so talentiert. Die Leute kommen und fahren nah und fern, nur um ihn zu sehen. Aber es ist nicht der, den wir suchen. Nein, falsch. Warum so einen Stern? Schau mal. Stern? Stock? Ach so, Sternstück. Nein, bitte, das sagt mir nichts. Du bist also den langen Weg hierher gekommen, nur um irgendein Stückchen Stern zu finden? Muss ja unheimlich wichtig sein. Wir sind ja sozusagen das Ende des Landes. Viel weiter geht es nicht. Wenn du deinen Stern also hier nicht findest, dann bleibt dir nur noch ein Weg. Und zwar nach oben. Was? Einen Berg hinauf? Oh, eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du die Reise nach oben antreten möchtest, aber die Antwort steht ja richtig ins Gesicht geschrieben. Na, dann gebe ich einen Tipp. Es gibt einen verborgenen Weg, der dich bis nach oben bringt, und zwar im Brunnental. Doch zuvor müsstest du durch die Wüste bis zu einer riesigen Felswand. Die haben wir schon gesehen. Und die musst du dann noch irgendwie überwinden, um ins Brunnental zu gelangen. Warte, Brunnental? Bin ich dann ein Superstar-Sager oder was? Aber da du so ein freundlicher Zeitgenosse bist, helfe ich dir dabei. Also, ich stelle dir ein paar Gesellen vor, die dir unter die Arme greifen können. Paracoopers, angefasst, ich brauche euch. Hm? Paracoopers? Wow! Wie leider aussieht. Soldaten, nennt eure Flugzeit. 8,52 Sekunden, Chef. Zur Stelle, Monstermutti. Paracoopers, bereit zum Dienst. Melde unglücklicherweise eine Flugverspätung von 0,52 Sekunden. Bin untröstlich, Madame. Feldwebelflatter. Übernehme persönlich volle Verantwortung für den Zeitverlust. Zackig und exakt wie eh und je, mein Guter. Aber mir könnt ihr das stramm stehen ruhig lassen. Oder, naja, das stramm schweben. Hört mal, ihr Lieben, ich möchte euch da um einen kleinen Gefallen bitten. Sehr wohl, Madame. Und sehr gerne. Gefallen, gefallen uns.
Wundervoll, dann aufgemerkt. Seht diesen freundlichen Knaben hier? Der möchte mit seinen Freunden unbedingt runter ins Bodental. Könntet ihr feinen Flieger ihm nicht dabei helfen, die Felswand zu bezwingen? Und ob wir das können, Madame, ist schon so gut wie erledigt. Flieger, ihr habt's gehört, Operation Schnauze über die Felsen beginnt. Keine Müdigkeit vorschützen, klar? Melde gehorsamst, Madame. Wir werden sofort in der Felswand im Randland Stellung beziehen. Parakubus bereits im Abflug und wehe, die Formation wackelt. Oh, ist nett. Cool. Abgeflattert! Nice. Ich weiß. Sind etwas eigenartig, die Guten. Aber zuverlässig sind sie, glaub mir. Also dann, viel Glück auf deiner Suche. Dankeschön. Nett, die Gastfreundlichkeit hier. Hi. Hey, sag, der Supersprung ist doch sowas wie dein Markenzeichen, stimmt's? Also, die Mehrfachsprünge, die du drauf hast. Ja, die waren schon ziemlich was her. Dein Rekord für Mehrfachsprünge liegt übrigens bei 19 Stück in Folge. Wie machst du das nur? Wenn du schaffst, in einem einzigen Mehrfachsprung 30 Mal hintereinander zu springen, dann melde dich bei mir, ja? Kriegst du Belohnung. 30 nur? Das ist doch ein Klacks. Du da sollst ja ein ganz passabler Hüpfer sein, wie man sich erzählt. Stimmt. Boi. In Sachen Sprung bist du der Bessere, aber einen Schwung wie ich hast du nicht drauf. Bist von der schweigsamen Art, was? Boah. Das rumst wie? Schon ordentlich rüschelt? Ich glaube, halt nichts weiteres zu sagen. Die spielen ja. Ich wollte sagen, die spielen Karten, aber irgendwie schauen sie sich einfach nur die Lampe an. Nur er macht gar nichts. Keine Ahnung. Das ist ganz seltsam. Manchmal kann man den Typen hören, der ja eigentlich nebenan wohnt. Er babbelt ständig was von Kristallen und Bösewicht dann und in einem Kriegerturm und so. Ist ein Kristall nichts, ein glänzender Stein? Hab ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen, sowas. Du kannst deinen Nachbarn hören? Kristalle? Hier? Sie ist versiegelt. Sieht aus, als wäre da unten Lava oder so. Okay, diese Tür sollten wir uns merken. Hi! Hereinspaziert! Moment ihr nur, bin sofort da! Ach du stachelige Güte! Gumpilda! Du in Monsterschlupf! Was hast du denn hier verloren? Meister Bowser, eure Bissigkeit! Puh, ist ja ganz schon lange her, also, es tut mir echt leid, dass ich euch im Stich gelassen habe und so. Es ist nur so, ich hatte einfach viel zu viel Angst, gegen Schmiedrich zu kämpfen. Und seitdem ist auch unheimlich viel passiert. Nun leite ich diesen Laden hier. Ich hab's weit gebracht irgendwie. Wartet, ich zeig euch meinen kleinen. Hey, ihr! Yeah, komm mal rauf und sagt Onkel Bowser guten Tag! Zeigt, wie gut ihr erzogen wurdet! Drillinge! Tag, Onkel Bowser! Für euch kämpfen kann ich zwar nicht mehr, eure Krantigkeit, aber dafür kann ich euch hier mit nützlichen Items versorgen. Wenn ich euch hier ausstatte, dann könnt ihr mir vielleicht verzeihen. Ist gut. Keine Entschuldigung nötig, Grumpilda. Ich habe nun sogar brandneue Schergen, mit denen erobere ich meine Festung zurück. Mach dir keine Sorgen. Leb dein eigenes Leben, ja? Und ich wünsche dir das Beste. Oha, Bowser ist mal freundlich. What? Krank. Character Development hier. Wir wollen Onkel Bowser helfen. Dürfen wir mal? Bitte. Pilz. Aber nur 4 Münzen. Wie kann ich dir und seiner Grimmigkeit helfen? Okay, ihr habt mehr drauf. Okay. Gut. Wollte schon sagen. Stachelhund, eine bissige Schachkugel an der Kette. Ja, auf jeden Fall für Bowser. Und ein Mutpanzer, ein überaus dicker Panzer. Ich find's lustig, dass sie nur Sachen für Bowser hat. Finde ich lustig. Du kannst dann die Sachen von Bowser erstmal wieder behalten. So, leider können wir Marius nicht mehr werfen, aber einen Kettenhund. Vielleicht sehr besser. Wer weiß. Beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall, dass wir diese Stadt weiterhin erkunden. Obwohl, ich mal noch ein bisschen weiter. Ich brauche noch einen Safe-Block. Oder ist hier keiner? Wo ist denn ein Safe-Block? Ich suche nur einen Safe-Block. Geheimschatz. Okay, warte, wir kommen hier. Wir machen es beim nächsten Mal. Jay? Jay was? Oh. Das sehen wir uns beim nächsten Mal an.